Ey! Ich habe gehört, wir beide wollen ein Rennen machen. Jo, jo, Leute, was geht ab? Euer Harzvater hier wieder am Start. Heute kommt endlich mal wieder ein Video mit dem wunderschönen Aprilia. Hubertus ist auch am Start. Für alle, die auch einen haben wollen, ich werde hier mal wieder unten markieren, den Hubertus. Den gibt es bei Amazon zu kaufen. Leider ist er jetzt um 1 Euro teurer geworden. Der kostet jetzt keine 3,28 Euro mehr, sondern jetzt aktuell 4,28 Euro. Die Fuck-Chinesen haben den einfach mal 1 Euro teurer gemacht. Aber ich denke mal, das liegt daran, weil einfach mega viele sich einen Hubertus geholt haben. Und dann haben die Chinesen sich gedacht, ja, der lässt sich so gut verkaufen, den machen wir mal 1 Euro teurer. Jetzt müssen wir mal ein bisschen kicken hier. Habe ich überhaupt die Zündung an? Hier, hier schlägt auch alles. Ja, der stand in letzter Zeit ein bisschen rum. Deswegen musste ich da 2-3 Mal mehr kicken. So, ich habe es immer noch nicht geschafft, die Spiegel mal vernünftig einzustellen. So, wir lassen die Rolle erstmal ein bisschen warm werden. Boah, hier ist das übelste Schlagloch. Mal gucken, ob irgendwer am Spot ist. Ich denke mal, da wird bestimmt die 125er Crew sein. Ja, da unten stehen welche. Jo, der hat ja mal richtig geil geparkt mit seinem Hänger. Hui! Ey! Ich habe gehört, wir beide wollen ein Rennen machen. Alter, meine Pfoten sind rot. Hä? Meine Pfoten sind rot. Warum? Es ist kalt. Heute ist doch nicht kalt. Nee, lass mal Beschleunigungsrennen machen. Ich will mal gucken. Der Roller? Hier hört man das jetzt ganz gut, wie schnell der Seitenständer aufsetzt bei dem Roller. Deswegen kommt der ab. So. Aprilia Roller versus Yamaha WR. Warte. Auf 3! Auf 3! Willst du zählen? Warte. Meine Hupe geht nicht! Ach, der ist ja sonst wo. Abgezockt. Lass noch mal probieren. So, versuchen wir 2. Und abgezockt. Was sagst du dazu, dass du verloren hast? Scheiße. Loser! So! Also, Viertakter ist absolut gar kein Problem. Jetzt brauche ich bloß irgendjemanden, der eine 125er Zweitakter fährt, weil das wäre mal interessant, gegen eine 125er Zweitakter ein Beschleunigungsrennen zu machen. Aber ihr habt es ja gerade ganz gut gesehen, wo ich ihn gerade ein bisschen im Kreis gefahren bin, wie schnell der Seitenständer einfach schleift. Und genau deswegen bin ich letztes Mal, wo ich damit auf Rennstrecke war, echt langsam gefahren, weil ich keinen Bock hatte, dass der Seitenständer mich aushebelt und ich mich aufs Maul packe. Deswegen muss ich jetzt demnächst unbedingt mal so einen Ständer bestellen oder Toni muss mir mal einen bauen. Und dann mache ich den Seitenständer komplett ab
Und dann fahre ich auf jeden Fall nochmal zum Harzring hin, eine Runde Gurken. Oh, ist das übel. So, das war mal wieder eine kleine Ausfahrt mit dem schönen Aprilia. Bleib hier stehen. Der Seitenständer gefällt mir sowieso nicht, weil der Roller ist total wackelig. Also der steht ziemlich schräg und da habe ich mal Angst, dass er umkippt. Ja, auf jeden Fall schreiben manche so, ja, der geht ja gar nicht ab so für 25 PS. Doch, der geht mega ab für 25 PS. Bloß in den Videos, also manche, die das ja schreiben, die analysieren das anhand eines Videos, wie viel Leistung der Roller hat. Totaler Quatsch. Der Roller geht echt übelst ab. Jeder, der den schon live gesehen hat, die haben alle bis jetzt gesagt, okay, krass, in den Videos kommt das gar nicht so übel rüber. Und wie gesagt, der Roller geht wirklich richtig übelst ab. Viele denken immer, ja, bei 25 PS muss der Roller immer auf den Hinterrad sofort gehen. Und nein, muss es nicht. Und man muss dazu auch bedenken, dass das ein 172 Kubikroller ist, mit Straßenzulassung, das heißt, der ist so gesehen legal und das kann man null vergleichen mit einem 70 Kubikroller, weil viele kommen immer an, ja, aber ein 70 Kubikroller lässt den locker stehen. Ja, natürlich lässt ein 70 Kubikroller den easy stehen, aber ihr könnt nicht, man kann nicht einen Racing-Roller mit einem Straßenroller vergleichen. Ich finde diesen Vergleich, womit manche mal ankommen, total lächerlich einfach und das zeigt einfach nur, dass sie absolut null Ahnung davon haben. Und was ich auch mal mega gern machen würde, wäre gegen eine getunte Simson zu fahren. Also jetzt rein aus Spaß, also jetzt keiner, der irgendwie da Machtkampf machen will, sondern ich will wirklich aus Just for Fun einfach mal so ein Duell haben. Roller versus Simson. Also falls irgendjemand eine richtig getunte Simson hat, mit richtig viel Power und mal Bock hat aus Just for Fun, ganz wichtig, der Spaß steht bei mir an erster Stelle, aus Just for Fun einfach mal irgendwo im abgesperrten Gebiet mal ein Beschleunigungsrennen zu machen, dann kannst du dich ja mal melden, oder falls ihr wen kennt, dann könnt ihr das ja mal vorschlagen, da hätte ich mal richtig Bock drauf, einfach nur mal aus Just for Fun, einfach mal so einen Vergleich zu sehen. So, ich hoffe, euch hat das Video dennoch gefallen, lasst auf jeden Fall mal ein Like und einen Kommentar da und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal, bis denn, ciao, ciao und tschüss.